Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Kassel-Würzburg aus dem ICE 3 mit einer Mod, die ich euch ganz gerne vorstellen wollen würde. Gibt es in Trainsim Community, der Link ist in der Videobeschreibung, ein kleines Update für den ICE 3. Mehr dazu gleich im Video. Ich würde sagen, wir setzen uns in den Führerstand, rüsten auf und dann mehr dazu. Dann einmal Fahrtrichtungsfelder nach vorne, Türen rechts auf. Jawohl. SIFA an. PZB an. LZB an. Ja, wobei, dass die LZB jetzt gerade sofort anspringt, ist ja unrealistisch. So, jetzt ist die LZB an, aber wir sind jetzt noch nicht in der LZB aufgenommen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir tatsächlich aufgenommen werden sollten. Wir schalten die Beleuchtung im Zug an. Wir gehen ins UD und gucken mal, wo wir hinfahren. Das ist der ICE 1088 nach Kiel Hauptbahnhof. Dann, achso, das geht immer noch nicht. Okay. Dann ist das nicht der ICE 1088. Gucken mal die Abfertigung. Die Türen sind alle offen, so wie es auch gerade sein sollte. Ja, genau. Bremsdisplay, Teil, glaube ich, der Mod. Da wurde ein bisschen was verändert, meine ich. Wir müssen noch eine halbe, nee, nicht mal eine halbe Minute warten. Die Türen können wir schon mal schließen. Okay. Dann. Klappensteuerung brauchen wir nicht. Das ist alles in Ordnung soweit. Einmal hier die Lounge-Scheiben an. Und dann zurück ins Grundbild. Bremse lösen. Und auf geht's. So, hier in Fulda, Dostos haben wir auch noch. Standen hier rum. Okay. Dann befreit haben wir uns. Dürfen wir schon mal, ich glaube, 100 fahren. So, ich glaube, Display-Helligkeit können wir schon mal so ein kleines bisschen noch runterstellen, weil wir eh gleich in die Tunnel einfahren werden. Das ging hier. Und so, wir dürfen schon mal 160 fahren. Okay, das ist ein bisschen zu dunkel. Das wird immer dunkler. So. So, vielleicht. Mal gucken, ob das passt im Tunnel. Ja, das ist ganz gut. Das linke Display kann ruhig noch ein bisschen dunkler. So. LZB, da sind wir jetzt aufgenommen. Das heißt also Fahrschalter nach vorne gekippt. Und gehen wir hier ins Grundbild. Kurz einmal das Licht an. Einmal den nach vorne gekippt. AFB auf V-Soll Freigabe. Und Leistung aufschalten.
Okay, ja. Was ist anders durch die Mod? Was wurde da verändert? Und zwar anderem gibt es jetzt die etwas dickeren schwarzen Linien an den Seiten der Türen. Das gucken wir uns sofort an, wenn wir aus dem Tunnel draußen sind. Adjusted the color of the green red stripe. Also wir haben auch noch die Farbe ein bisschen angepasst hier vom Klimaschützer. Wir können uns mal den Funkenflug, den Pantographen-Funkenflug mal angucken. Das finde ich ja immer toll. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Pantograph ist. Keine Ahnung. Ach, warum sind denn die Displays auf einmal so hell? Werd mal dunkler. Wer hat denn euch wieder so hell eingestellt? Zack. Zack. Und du bitte auch. Ein paar Schriftarten wurden ein wenig ersetzt und angepasst. Zum Beispiel vom Bordrestaurant und vom Klimaschützertext. Das gucken wir uns jetzt an, wenn wir aus dem Tunnel draußen sind. Sieht auf jeden Fall ganz akkurat aus. Gucken wir uns mal das Bordrestaurant an. Ja, und die dickeren schwarzen Linien da. So, was für die LZB, die sagt, dass wir gleich nur 200 fahren dürfen. Okay. Dann mach mal. Da hinten ist, glaube ich, der Stromabnehmer, ne? Da ist er. Dass wir dann Bescheid wissen, wenn wir nach Funkenflug suchen, müssen wir da hingucken. Eieiei. Das ist doch ein ganz, ganz herrliches Bild. Okay, so. Warum auch immer sich da jedes Mal meint, das Display umstellen zu müssen. Verstehe ich nicht, aber okay. Muss man ja nicht verstehen. Die Kameraposition wurde ein wenig angepasst, ein bisschen tiefer gestellt. Das sehen wir jetzt die ganze Zeit. Das kann ich jetzt auch schlecht irgendwie demonstrieren. Ist halt einfach so. Ist so, wie Armin Laschet sagen würde. So, wir sehen, hier wird gebremst. Gucken wir uns ein bisschen hier mal gescheit an. Die Bremsdisplays, wie die hier so funktionieren, wie die so reagieren. Da sehen wir dann, die einzelnen Bremsen wurden wieder gelöst, oder? Wobei, hier steht, glaube ich, noch, dass Bremskraft angewendet wird. Genau. Die Balken sind ja auch noch orange. So, Bremsen sind gelöst. Was haben wir noch? Edit the seam on the front window covering
in the cab. Also irgendwas hier im Führerstand an der Windschutzscheibe, aber ich habe nicht ganz verstanden, was. Ja, weiß ich nicht. Sieht man es vielleicht nur von außen? Mal gucken. Added multiple details in the DMI as well as reworked most indicators. Okay, also hier wurde auf jeden Fall ein bisschen was an den Leuchtmeldern verändert. Kennt jemand die Stadt hier, wo wir gerade, an der wir gerade vorbeifahren? Stadt dürfte man jetzt vielleicht nicht dazu sagen, das kleine Örtchen hier. Hat aber ein bisschen was Markantes, ne? Ich glaube, das kann man schon aus dem Führerstand gut erkennen. Hier mit so ein paar Industriegebäuden und so. Aha, ein Umspannwerk oder sowas ähnliches. Reworked the textures of the fahren Bremsen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Fahrschalter ist oder das Display hier. Oder beides. Change the color of the external PIS to Orange. Aha, gucken wir mal. Tatsache. Orange. Aha. Gucken wir uns mal einen Funkenflug an. Nein, ah, geht doch. So. Okay, was noch? Removed the red interior LED screen. A black square is still left behind. Oh, warum? Das verstehe ich nicht, warum das Display da weg ist. Remove the duplicate ICE from the interior displays. Thanks to task place. Gut, dann haben wir das auch weg, den Fehler. Fixed most typos in the MTDs. Gut, dann haben wir auch hier jetzt wohl hoffentlich keine Rechtschreibfehler mehr in den Displays. Ah, Güterwagen, sehr schön. Und an add-on which overrides the Klimaschützer Stripe with a full traffic red one is available. Genau, also man kann dann praktisch noch zusätzlich, wenn man möchte, die Klimaschützer-Lackierung austauschen gegen eine komplette verkehrsrote Lackierung, beziehungsweise eine Lackierung mit verkehrsrotem Streifen. Habe ich jetzt drin gelassen, ich mag den Klimaschützer-Streifen. Hier im Halter-Sandtunnel. Ha, kleine Ortschaft hier. Auf in den nächsten Tunnel, in den Mühlbach-Tunnel.
war es so schwer bei den Geschwindigkeiten, das überhaupt noch lesen zu können. Das können wir aber auch nur dank der God-Mode hier, dank dem Rumzoomen. Und auf in den nächsten Tunnel. Mal gucken, ob wir erkennen können, wie der heißt. Heinrode-Tunnel. Wenn wir die LZB ausschalten würden, würden wir natürlich deutlich schneller fahren können. Denn die 320, 330 kriegt er ja hin, der ICE. 330. Der TGW kriegt, glaube ich, nur 320 hin, ne? Zumindest der TGW-Duplex. Ach, schade, dass hier immer noch in dem Display nichts ist. Aber das soll noch geändert werden mit einer anderen Mod, die noch in der Mache ist. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier veröffentlicht wird, wird die Mod schon lange draußen sein. Es ist nämlich nicht der 12.07. Nee. Zeitpunkt der Aufnahme der gläserne YouTuber, 29. September 2022. Genau, und das hier ist die Mod. Die verlinkt ist in der Videobeschreibung. Es wird aber sicherlich schon eine andere für den ICE geben. Also den Tunnel, das war jetzt zu schnell. Ja, haben noch ein ganzes Stück. Da an 36 Kilometer halten wir dann in Kassel-Wilhelmshöhe. Wir können natürlich wie immer, wenn wir lustig sind, hier Umgebungsvariablen noch ein bisschen verändern. Können wie immer natürlich einfach Fahrzeuge hier spawnen. Das machen wir jetzt mal nicht. Auch schön die Zickzack-Oberleitung, dass die verbaut wurde. Und auf in den nächsten Tunnel, der da heißt. Ja, nicht geschafft. Lassen wir es einfach mit dem Tunnel. Gut, dass wir immer die SIFA haben, die wir noch hier ein bisschen betätigen können, die uns ab und an mal noch ärgert. Ansonsten haben wir ja nicht viel zu tun. Anders im Güterverkehr, wobei selbst da, wenn man mit LZB fährt, dann ist die Fahrt eigentlich auch recht entspannt. Aber wenn man dann jetzt, weiß ich nicht, mit der 155 fährt, ohne LZB oder so, dann ist das Ganze durchaus, glaube ich, herausfordernd. Also irgendwie sind mir das zu wenig Wolken. Ich hätte gerne mehr Wolken. So.
So, die LZB beschleunigt uns auch wieder auf 250. Und da kommt uns ein ICE-1 entgegen, der ordentlich Performance frisst. Und vom einen Tunnel in den nächsten. Man kennt es. Ja, frühmorgens hier der ICE nach Kiel. 6.24 Uhr ist es. Und wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Unser nächster Halt ist Kassel-Wilhelmshöhe. Und danach geht es immer weiter in Richtung Norden. Der nächste Halt ist dann danach nach Kassel-Wilhelmshöhe Göttingen, danach folgt Hannover, dann rund eine Stunde später Hamburg-Harburg, Hamburg Hauptbahnhof und dann Hamburg-Dammtor. Der ICE hält dann auch nochmal in Neumünster. Vorher dann ungefähr 20 Minuten später in Kiel hält. Okay, 11 Kilometer noch. Dann sind wir da. In 5 Kilometern müssen wir dann 180 fahren. Fahren euch mal das schon an. Okay, wir haben einen Halt zu erwarten in 6 Kilometern. Ich weiß gar nicht, müssen wir PZB Ende auf. Nee, ich glaube, in Richtung Kassel müssen wir kein PZB Ende erwarten. Mal schauen, was der Zug so macht. Kann sich nicht so ganz entscheiden, ob er nun Leistung aufschalten möchte oder doch wieder ein bisschen bremst.
Ankündigung auf 140. Oh, 160 fahren wir schon. Wir haben noch 3 Kilometerchen. Und dann sind wir auch schon da. So, 100 sind angekündigt. Wir können gleich nochmal, glaube ich, wir haben noch ein bisschen Zeit und können dann nochmal kurz durch den Zug wandern. So, auch hier die physische Ankündigung auf 100 km/h. Hier noch ein bisschen. Huch! Was ist denn gerade mit dem Wagen passiert? Das sah jetzt gerade sehr lustig aus, wie der sich einfach ganz kurz aufgelöst hat. Meine Damen und Herren, wir sind in Kassel-Wilhelmshöhe angekommen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ah, das ist mal mein Lieblingsabschnitt hier so unter dem Tunnel, ne? Ach, die Beleuchtung ist hier so toll. Dann bremsen wir mal selbst runter. Sehr gut. Ach ja, also wirklich ganz toll. Toller Bahnhof, wirklich schön gebaut, ne? Tolle Umsetzung im TSW. Und die Beleuchtung hier drin, ne? Ich finde das immer so toll, jedes Mal, wenn ich hier bin. Wir wollten durch den Zug laufen. So. Da hat sich Fulda Northern Service, ne? Gut, da hat sich dank der Mod nichts geändert. Hey! Ja, gut, nur den Service. Hier die erste Klasse. Aber gut, hier stehen wenigstens. Der fährt durch, ne? Doch nicht. Wohin fährst du? Nicht so ganz ersichtlich. Mit diesem Bild
aus dem ICE1, witzigerweise, verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.